Es wird verdammt süß auf RTL, denn die neue Show Master of Sweets schickt die besten Zuckerbäckerinnen und Bäcker ins Rennen. Und da haben wir uns gedacht, wenn schon das Motto der ersten Sendung Candy ist, zeigen wir euch doch zu Hause, wie ihr die süßeste Versuchung auf den Esszimmertisch zaubert und damit auch noch euren Gästen den Atem rauben könnt. Und das mache natürlich nicht ich alleine, also ich zeige euch das nicht, sondern der absolute Profi, Experte und Juror Matthias Mittermeier. Was genau erwartet uns gleich? Was erwartet uns? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass ein Akkuschrauber oder eine Bohrmaschine unbedingt in die Küche gehört. Ein Akkuschrauber in der Küche, also ich bin schon ganz gut ausgestattet, glaube ich, in der Küche, aber einen Akkuschrauber haben wahrscheinlich die wenigsten von uns zu Hause. Was genau machen wir denn damit? Ich will heute zeigen, wie man Zucker spinnt. Vielleicht kennt man das von früher, so über den Schöpflöffel. Zucker spinnen. Mit den Fäden, oder? Mit den Fäden, genau. Karamell schmelzen, klassischen Haushaltszucker. Oder man kann natürlich auch Bonbons nehmen. Die auflöst in einem Topf mit einer Gabel oder einem Schneebesen über einen Schöpflöffel. Dann hat man so Zuckernester. Okay, ich frage jetzt mal, bevor wir überhaupt anfangen, weil ich dir ja irgendwie so ein bisschen zur Hand gehen werde, nicht, dass am Ende nicht das bei rumkommt, was wir uns vorstellen. Was soll denn am Ende bei rumkommen, was man im besten Falle auch zu Hause nachmachen kann? Vielleicht eine Zuckercannelloni. Eine gesponnene Cannelloni, also eine Röhre, die ich füllen kann mit Sorbet, mit Mousse, mit frischen Früchten, mit was auch immer ich möchte. Und da ist man definitiv der Hingucker auf jeden Fall als Gastgeber, wenn man dann zum perfekten Dinner einlädt. Zum Beispiel, wenn der Gastgeber mit der Bohrmaschine in der Küche steht. Ich will nicht wissen, wie das später aussieht. Also ich hoffe, dass auch was Essbares bei rumkommt. Aber ich bin mir sicher, du bist ja hier der absolute Top-Profi. Und ja. Lass uns loslegen. Womit müssen wir anfangen? Ich denke, als erstes fangen wir an, einen Karamell zu kochen. Den kann ich natürlich mit dem klassischen Haushaltszucker machen. Ich würde vorschlagen, hier immer auf Niedrigtemperatur, auch ohne Wasser, nach und nach, nicht den ganzen Zucker auf einmal in den Topf, nach und nach zu einem goldenen Karamell schmelzen. Okay, du sagst, Zucker, man kann schmeckt entweder, genau, oder? Zucker schmeckt natürlich nur nach Zucker. Oder man nimmt irgendwelche Bonbons aus der Industrie, welche auch immer. Das spielt eigentlich letztendlich keine Rolle. Und wir machen das Ganze jetzt mit Bonbons. Das heißt, genau, da kann man, wenn man beim Karneval wieder eine Tüte zu viel gesammelt hat. Zum Beispiel, da habe ich erstens Farbe und ich habe auch den Geschmack der jeweiligen Bonbons drinnen. Wichtig ist nur, dass man natürlich sich Bonbons besorgt, die nicht gefüllt sind mit einer flüssigen Füllung oder mit Schokolade, weil dann wird eine andere Zutat hineinkommen und das Ganze würde nicht funktionieren. Okay, gut zu wissen. Das heißt, wenn man jetzt am Ende, ich sag mal, so ein Minzeis präsentieren will, kann man dann auch Hustenbonbons nehmen? Also jetzt dumme Frage, aber... Selbstverständlich, selbstverständlich, ja. Karamellisieren mit Bonbons, da haben wir schon wieder an der Stelle was gelernt. Jetzt frage ich direkt mal als Küchenlaie. Bei mir brennt Karamell immer an. Gibt es irgendeinen Trick, wo du sagst... Langsam, langsam. Niedrige Temperatur, ganz niedrige Temperatur. Und ganz, ganz wichtig, nach und nach. Okay, das heißt, wie viel hast du da jetzt reingepackt? Bei Bonbons spielt es keine Rolle. Beim Haushaltszucker nach und nach. Wenn man merkt, es wird so dunkel oder es fängt schon an zu rauchen, sofort weg vom Herd, Temperatur runter und wieder neuen Zucker dazugeben. Nach und nach. Das heißt, man kann es auf jeden Fall noch retten. Selbstverständlich, selbstverständlich. Das ist ja schon mal die beste Nachricht an dieser Stelle. Es ist noch nicht alles verloren, wenn es qualmt. Das heißt, wir schmelzen jetzt die Bonbons erstmal, genau, so ein bisschen ein. Die Bonbons bestehen, muss man, ist ganz, ganz wichtig, teilweise in der Industrie, ist ein Industrieprodukt mittlerweile, aus einem anderen Zucker. Dieser Zucker, es ist ein künstlicher Zucker, der allerdings aus Haushaltszucker gewonnen wird. Dieser Zucker heißt Isomalt, wurde ursprünglich eigentlich für Diabetiker erfunden. Also dieser Zucker hat fast keine Kalorien, was ja wieder fürs Essen sehr interessant sein kann. Auch zudem fast kein Süßungsgrad. Das heißt aber leider nicht, dass der Nachtisch, den du hier jetzt generierst mit der Zuckercannelloni, völlig frei von Kalorien ist, oder? Nein, nein. Und ich habe gelesen, dass du auch dem einen oder anderen Promi schon Torten gebacken hast. Viele. Darfst du Namen verraten? Viele, 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 viele. Also da war ganz Hollywood dabei, da war Rock-Pop-Szene international dabei, da war Politik, Wirtschaft, da war alles dabei. Ja, wir wollen jetzt ein paar Namen vielleicht, also wenn du so raushauen darfst. So. Giorgio Armani, Tom Cruise. Und Giorgio Armani dann auch so in diesem typischen Armani-Look? Nein. Nein. Okay, nein. Ich merke schon, da kriege ich nicht so viel raus. Nein. Aber wie ist das denn für dich? Ich meine, ich stelle mir das total aufregend vor. Das ist zwar dein Daily Business, aber ist das ein Unterschied für dich, ob der jetzt, ich sag mal, der Erik aus Köln anruft und sagt, ich hätte gerne Torte, oder ob ein Giorgio Armani anruft? Ja und nein. Für mich ist immer der größte Reiz,
wenn mich jemand kontaktiert und sagt, mach komplett was Verrücktes, Budget spielt keine Rolle. Dann wird es für mich interessant, wenn ich meine eigene Philosophie ausleben darf. Sobald mir was vorgegeben wird, ich möchte es aber so und so. Und es ist eigentlich überhaupt nicht mein Stil. Nein, danke. Das heißt, so bleiben wir bei einer Torte, die du ja wahrscheinlich dann für die Promis gemacht hast. Der Entstehungsprozess, womit beginnt der bei dir? Mit der Idee, die ich eigentlich relativ sehr schnell im Kopf habe. Also ich bin mehr der Abstrakte, sehr abstrakt, sehr ausgefallen, komplett verrückt, anders wie alle anderen. Bei allem, was ich mache, dafür bin ich eigentlich in der Szene sehr, sehr bekannt. Ja, man sieht ja, wir hatten eine Bohrmaschine in der Küche. Für mich wichtig, ja. Er ist jetzt noch sehr, sehr heiß, der Zucker. Ganz wichtig bei Isomalzucker. Er wird nicht so schnell braun, habe ich vorhin gesagt. Er verträgt wesentlich mehr Hitze. Aber Isomalt, da er viel mehr Hitze verträgt, kocht er in sehr hohen Temperaturen. Ein Spritzer Karamell auf die Haut ist schon die Hölle. Isomalt ist die absolute Hölle. Da bitte unglaublich aufpassen. Ich wünsche Ihnen Glück. Es gibt Verbrennungen allerschlimmsten Grades. Gut, dass du das sagst. Kann man da irgendwie was vermeiden? Also sagst du extra einen großen Topf am besten nehmen? Oder? Sehr, sehr viel aufpassen. Notfalls ganz dicke Handschuhe auch anziehen. Und mit dem Gesicht immer weg. Wie gesagt, das gibt ganz, ganz böse Verbrennungen, die sehr, sehr gefährlich enden können. Jetzt muss das Ganze wahrscheinlich wieder so ein bisschen runterkühlen. Etwas abkühlen lassen. Es muss etwas dickflüssiger werden. Man sieht es jetzt schon leicht. Es ist nicht mehr so wie Wasser, so superflüssig. Es wird schon etwas dicker. Das ist dann genau die Textur, die ich möchte. Also es ist ein bisschen Erfahrungssache. Wann ist er nicht zu kalt, wann ist er nicht zu warm, wann hat er die richtige Konsistenz. Wir haben das Jahr der Bohrmaschine in der Küche erreicht. Und ich weiß ja, dass du das gleich nicht nur mit der Bohrmaschine machst, sondern du hast, glaube ich, eben auch schon irgendwo so ein Rohr gehabt. Genau. Dafür habe ich mir einfach ein Plastikrohr geschnappt. Es kann aus dem Baumarkt sein, egal wie dick, spielt überhaupt keine Rolle. Im besten Falle nicht das von der Toilette abschrauben. Das wäre vielleicht nicht die beste Lösung. Nein. Ein kleines Stück vorne abgeschnitten, mit Gips gefüllt und in das Gips den Aufsatz des Akkuschraubers hinein. Der Gips härtet aus, wird steinhart. Das Stück Plastik kann ich wieder wegziehen, wenn es ausgehärtet ist. Und diesen Gipsblock mit dem Ansatzstück für den Akkuschrauber habe ich dann wieder hier hineingebremst. Sodass du quasi da das den Andockpunkt hast. Genau. Und das werde ich jetzt tun. Das ist ja, können wir direkt mal mit Klischees aufräumen. Das ist nämlich der schönste Punkt wahrscheinlich, wie sie ihre Männer zu Hause auch in die Küche bekommen. Die können nämlich vorher hier den Akkuschrauber vorbereiten, ein bisschen Gips rein und so, wie Matthias das gerade erklärt hat. Und dann kann man ein schönes Happening zusammen in der Küche machen. Obwohl das ja eh überholt ist, das Klischee, dass wer kocht. Es gibt sehr viele Männer, die kochen. Ich beschränke mich mehr aufs Essen. Also da bin ich für ganz gerechte Arbeitsteilung. Ja? Ich stehe fürs Essen. Das finde ich gut. Aber ich glaube nicht nur dafür, sonst würdest du nicht so wahnsinnige Kunstwerke zaubern. Du sagst, wenn es soweit ist und wir weitermachen. Wir sind fast soweit. Nun kann man sich so einen speziellen Schneebesen besorgen. Oder man nimmt einfach einen, den man zu Hause hat, und sägt das obere Drittel einfach ab. Das sind wir wieder beim Handwerk. Ist dieser spezielle Schneebesen hier. Ich habe hier kleine Kügelchen. Die nehmen natürlich wesentlich mehr Flüssigkeit, Zucker auf, als wie so ein hauchdünner Draht. Das heißt, da kann man einfach mehr Bewegung. Schon, wenn ich das jetzt hier hineintauche in meine Bonbonmasse. Also es riecht auf jeden Fall sehr gut auch. Gibt es diese Fäden? Okay, die Fäden, die ziehen sich da schon. Jetzt bin ich wirklich gespannt, was hier gleich mit der Bohrmaschine passiert. So, jetzt nehme ich meine Bohrmaschine. Ich fange sehr langsam an. Das heißt, du hast sie jetzt langsam, lässt du sie schon drehen. Genau. Das Rohr dreht sich und du spinnst ein. Ich fange langsam an, immer schneller. Und man sieht, die Zuckerfäden nimmt das ganze Rohr auf. Wichtig ist, dass ich ein Plastikrohr habe. Also wer jetzt auf die Idee kommt, Plastik, nee, ich nehme lieber ein Metallrohr. Ich arbeite hochwertiger. Metall erwärmt sich durch die Hitze des Zuckers. Ich bekomme das Ganze nicht mehr runter. Aber dasselbe kann ich auch mit Schokolade machen. Mit flüssiger Schokolade. Aber schmilzt die dann nicht? Ach so, du meinst die Fäden als... Genau dasselbe. Ich könnte hier in den Topf flüssige Schokolade machen. Dazu bräuchte ich aber ein Metallrohr. Dieses Metallrohr würde ich in den Kühlschrank oder noch besser im TK-Fach legen. Das muss eiskalt sein. Dann kann ich dieselbe Technik mit Schokolade machen. Aber für Zucker... Ganz klar, Plastik.
Das lasse ich jetzt eine Weile laufen, weil es muss auskühlen. Nur wenn das Ganze gut ausgekühlt ist, bekomme ich das ganz leicht wieder vom Rollen unter. Mehr ist es nicht. Nee. Also das heißt, wenn man einmal dieses Rohr zu Hause vorbereitet hat, egal ob dann für Schokolade aus Metall oder eben für Zucker aus Plastik, kann man das immer wieder machen. Jetzt guckt euch das an. Das sieht halt aus wie so eine, wie so ein Spinnennetz eigentlich, hauchdünn. So, Eri, ich denke, jetzt bist du an der Reihe, oder? Okay, also ganz ehrlich, wenn ich es schaffe, dann schafft ihr es zu Hause definitiv auch. Kann irgendwas passieren? Kann irgendwas in die Luft fliegen oder so? Nein, nein. Das ist, warte, ich bin rechts. Erst langsam, ja? Genau, langsam starten. Hier anfangen. Genau. Genau, langsam hin und her. Du siehst, die Fäden ziehen wunderschön. Du kannst schneller werden, schneller werden. Ach so. Okay, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht mit der anderen Hand genau, mit dem Schneebesen schneller werde. Ziehen, ja? So spielt man auch Gold zu Hause übrigens. Ja, warum kannst du das denn nicht? Ich arbeite noch dran. Okay, jetzt reißen die ersten ab. Genau. Wenn wir keine Fäden mehr haben, dann können wir weggehen mit dem Schneebesen. Ah, so minimal. Zack, genau. Da sind sie weg. Genau. Und das einfach kurz auskühlen lassen, weiterlaufen lassen. Ach so, weiterlaufen lassen. Dabei durch die Luft. Durch den Fahrtwind sozusagen. Genau. In der Sauna sitzt. Kannst du ausmachen? Okay. Ich fasse mir das ganz vorsichtig an. So ganz leicht bewegen. Genau, jetzt kannst du das ganz vorsichtig herausziehen. Also ein bisschen stolz bin ich ja jetzt schon, ne? Das sieht auch wirklich im Licht wunderschön aus. Ich kann mir auch vorstellen, dass man das eigentlich auch so an einen Weihnachtsbaum hängen kann. Guck mal, wie das mit dem Licht, das funkelt und glitzert ja fast. So, also du egal. Kannst ja das auch als Lockenwickler hineinbinden, also tu dir keinen Zwang an. Nein, mit Essen spielt man ja nicht. Essen muss man natürlich kosten und das tue ich auch. Ich denke, Bonbons hast du noch nie so verkostet. Ne, aber das schmeckt auch so einfach richtig gut. So, also, wer es gerne ausprobieren will, einfach nachmachen. Wie gesagt, wenn ich das kann, dann könnt ihr das zu Hause schon lange. Bohrmaschine umbauen, beziehungsweise das Rohr und dann Bonbons einschmelzen. Und ab dafür, aber natürlich erst, wenn ihr die Sendung geguckt habt. Masters of Sweets, ab sofort bei RTL die süßeste Versuchung, seit es Fernsehen gibt. Und ich sage dir vielen Dank. Ich sage danke. Auch eine süße Versuchung irgendwie, ne? Schmeckt. Ah, danke, Matthias. Danke dir.